Karlsmedaille für europäische Medien geht in diesem Jahr an Rolf-Dieter Krause. Bei der Verleihung im Aachener Rathaus am 18. Mai würdigte das Kuratorium seine Verdienste als Journalist und Korrespondent in Brüssel. Europäische Politik ist fürchterlich kompliziert. Und wenn jemand über so lange Zeit die Aufgabe des Erklärers wahrgenommen hat, uns zu vermitteln, was da eigentlich in Brüssel und Straßburg passiert, das auf eine sehr tiefgründige Weise, aber zugleich auch mit einer Sprache, die die Menschen verstehen, dann ist es der richtige Preisträger für einen Preis der Medien. Wir haben dieses Jahr im Jahr des Brexit natürlich unheimliche Verwerfungen in Europa und auch alle Wahlen. Und da bot es sich an, mal wieder, nachdem wir ja aus allen anderen Genren Preisträgern hatten, jemand aus der Presse zu nehmen. Und nun ist der Herr Krause aus seinem Dienst in Brüssel, den er für uns alle so viele Jahre gemacht hat, ausgeschieden. Und deswegen wollten wir einen auszeichnen, der für Europa spricht. Europa, dieser Verbund, der sich auch immer wieder Kritik ausgesetzt sieht und dessen Themen verständlich gemacht werden müssen. Eine Aufgabe, für die Rolf-Dieter Krause viele Jahre seiner beruflichen Laufbahn aufgewendet hat. Von 2001 bis 2016 war er Leiter des Brüsseler ARD-Studios. Rolf-Dieter Krause ist jemand, der wie kaum ein anderer den Menschen Europa erklärt hat, der Insider in jeder Hinsicht war, der unglaublich gut vernetzt gewesen ist in Brüssel und der sozusagen Schritt für Schritt durch den abendlichen Gang in die Wohnzimmer zum Gesicht für Europa geworden ist. Und wir brauchen solche Gesichter, um auch Europa in positiver Weise zu verbreiten. Der Preisträger selbst, der im vergangenen Jahr auch das Bundesverdienstkreuz bekommen hat, gibt sich indessen bescheiden. Es gibt in Brüssel wirklich viele Kollegen, die hervorragende Arbeit machen. Die sind nicht so bekannt wie ich, weil sie vielleicht für Zeitungen arbeiten und nicht fürs Fernsehen. Aber von denen habe ich ganz oft profitiert. Ich habe in meinem Studio eine ganz großartige Mannschaft gehabt, die mich immer getragen hat und auf die ich mich stützen konnte. Also sie freuen sich einerseits und andererseits frage ich mich, dann meinen die wirklich mich? Und wahrscheinlich werden die sagen, ja, aber es hat ein bisschen auch was Unwirkliches. Aber die Auszeichnung mit dem Preis ist tatsächlich real. Die Laudatio auf den Preisträger hielt Politiker Elmar Brok, seit 1980 ununterbrochen im EU-Parlament und damit dessen dienstältestes Mitglied. Rolf-Dieter Krause ist der journalistische Begleiter des wichtigsten Teils meiner eigenen politischen Karriere. Er war da immer Kritiker, er hat dafür gesorgt, dass man auch sich selbst kontrollierte. Er wurde dann mit seiner Funktion recht Kontrollorgan zu sein, vierte Gewalt gegenüber Politik. Aber auch gleichzeitig war er Antreiber, war er jemand, der vernünftige Ideen Europa selbst mitteilte an den Bürgern. Und auch wenn in den Interviews und Reden in der Vergangenheitsform gesprochen wird und Rolf-Dieter Krause jetzt offiziell im TV-Ruhestand ist, er wird nicht ganz von der Bildfläche verschwinden, befasst sich weiter mit Europa. Heute wird er vor allem als Redner gebucht, wobei er anders als im Fernsehen das Publikum jetzt auch sieht und mit ihm im Anschluss an seine Vorträge diskutieren kann. Also Ruhe habe ich eigentlich sehr wenig, aber es ist völlig anders als vorher und wirklich. Ich habe immer gedacht, wenn du in Rente gehst, musst du das so ansehen wie einen neuen Job. Und genauso ist es geworden.